Oh Mann, ey, Freunde, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Ich glaube, ich habe mich mit meinem Porsche hier etwas zu übernommen. Das heißt so wieder, ich muss als Taxifahrer arbeiten. Hallo, Chef, ich möchte gerne meinen alten Job zurückhaben. Hey, Babu, das habe ich mir schon gedacht. Hier, bitteschön. Aber mit 500 Euro weniger im Monat. Oh Mann, ey. Dann werde ich jetzt wieder Citybus-Fahrer. Ich starte meine Schiff, Freunde. Und jetzt geht's hier hin. Und dann fahre ich nicht mit diesem Bus hier, sondern mit dem neuen Stuttgart Exclusive, Freunde. Der ist mega fresh. Da ist mein Auto und hier kann ich schon mal einsteigen. Alter, so cool. Aber Freunde, ihr wisst ja, die Hashtag Babu-Bande, die hat eine ganz besondere Autofarbe in Notruf Hamburg und das ist rot. Und deswegen sind wir hier beim ADAC und werden das Taxi... Na, wir machen es nicht rot, komm, wir machen es gelb, damit es fürs Taxi passt, Freunde. Wir sind einfach ein richtiges Taxi in Notruf Hamburg. Okay, vielleicht kriegen wir ja einen Taxi-Auftrag rein. Ansonsten fahre ich jetzt erstmal die Route normal ab. Also ich habe bisher 0 CP und 0 XP. Gut, dann starten wir doch direkt mal rein, indem ich im Kreis falsch rum starte, Freunde. Oh mein Gott. Okay, ihr merkt schon, ich bin nicht so der richtige Typ, der sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Deswegen wird das jetzt hier eine kleine actionreiche Fahrt. Also, wir wollen ein bisschen jumpen. Wir müssen den Porsche wieder rauskriegen, Freunde. Deswegen musste ich jetzt bei meinem alten Chef anheuern. Aber jetzt gehen wir Vollgas mit diesem Auto. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Das ist irgendein Mercedes. Und der Mercedes, wie schnell fährt er hier runter? Oh, der kommt fast auf 200. Alter, okay. Das ist, glaube ich, das schnellste Fahrzeug im ganzen Busjob. Oh, da muss ich abbremsen. Und jetzt wieder beschleunigen, Freunde. Vollgas. Wir geben Gas, solange nichts mehr geht. Und wir müssen noch die grüne Ampel erwischen. Nein! Okay, dann müssen wir an der Seite lang fahren. Schaffen wir das mit diesem Auto? Ja, komm, ohne geblitzt zu werden. Easy peasy. Let's go. Und die erste Spur haben wir hinter uns. So, hier muss man mal aufpassen, dass man nicht zu schnell fährt. Ey, wenn es sowas geben würde, ne, dass man ein Developer-Product oder so oder ein Game Pass, dass man einfach nicht mehr geblitzt wird, dass man irgendwie sein Fake-Kennzeichen dran hat oder so. Oder man... Alter, wie neue Update-Idee. Fake-Kennzeichen in Notruf Hamburg. Man kann sich irgendwo Fake-Kennzeichen bei einem Schmuggler besorgen. Die kann man dann dran machen und wenn man die dran hat, dann kann man nicht mehr geblitzt werden. Und dann kriegt man auch keine Strafzettel und so. Man kann nicht bei Rot fahren und so. Also kann schon, aber man kriegt einfach keine Strafe. Das wäre doch mega geil. Und der Polizist, der kann auch nicht fahren? Nö, der kann auch nicht fahren. Und ich soll mich an die Straßenverkehrsordnung halten, oder was? Nix da. Komm, wir geben Gas. Komm, ich muss das meinem Chef auch beweisen. Ich muss einfach schnell fahren, damit ich hier ganz viele Kunden habe. Und dann ganz schnell das Geld wieder raus habe. So. Hier ist die Bushaltestelle. Die nehmen wir natürlich mit. Und ey, ich verstehe irgendwie nicht, warum in Notruf Hamburg... Ey, wir müssen gleich mal eine andere Route nehmen. Ich habe diese Route schon so oft gespielt. Ich habe die schon über 100 Mal gefahren. Ich habe das alles freigeschaltet, ne? Ich habe dieses Auto hier freigeschaltet. Es kostet 4000 XP und man kriegt nur 7 pro Fahrt oder pro Checkpoint. Ich weiß nicht, wie viele Checkpoints das pro Fahrt sind, aber ich habe es gerade mal ausgerechnet. Ich musste 571 Checkpoints abfahren, damit ich die CP voll kriege. Diese XP meine ich. So. Ey, und das ist ja wirklich... Alter, pass doch mal auf! Okay, wir müssen wieder langsamer werden. Oh, ich würde mir so heftig diese Fake-Kennzeichen holen, damit ich nicht mehr geblitzt werde, ey. Ich würde so Gas geben. Wenn man die benutzen würde, könnte man auch den Führerschein verlieren, wenn die Polizei einen erwischt. Und man müsste eine Geldstrafe zahlen, natürlich eine saftige Geldstrafe, irgendwie 2000 Euro oder so, damit sich das lohnt. Und man müsste das auch irgendwie von außen so ein bisschen erkennen können. Aber so ist auch gut. Es wird Nacht, Freunde, als Person... Verkehrsprofi, keine Ahnung, wie nennt man das? Person, man braucht ja einen Personenbeförderungsschein. Den habe ich natürlich als Taxifahrer. Als so ein Profi weiß ich natürlich, dass man nachts Licht anmacht, ne? Und dass man hier in den Tunnel auf jeden Fall mit 196 km/h reinfährt. Weil im Tunnel ein Unfall ist gar nicht schlimm. Da passiert nichts, Freunde. Okay, ey, jetzt gehen wir zum Hafen und geben das Auto da ab. Einmal hier an der Seite lang. Oh, jetzt wird es schon grün. Aber egal, das war fast genauso schnell. Okay, wenn wir bei dem Busunternehmen sind, werden wir auf jeden Fall unsere Route mal ändern, damit wir auch ein bisschen Abwechslung haben.
Die erste Route haben wir noch nicht ganz erledigt. Okay, ein bisschen einmal driften. Freunde, ich glaube, ich muss vernünftiger fahren. Es tut mir leid an alle Roleplayer. Es tut mir leid. Ich muss mich ein bisschen mehr benehmen. Sagte er und fährt über den Gehweg. Okay, jetzt muss ich mich wirklich benehmen. Also, wir machen diesen Checkpoint noch. Und ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am ersten Checkpoint. Genau, blinken muss ich auch. Ja, komm, blinken kann ich hier jetzt auch. So, dann blinke ich schon mal links. Dann kann ich nämlich hier wenden. Muss ich jetzt hier auch blinken? Ja, keine Ahnung. Mache ich einfach mal. Und da vorne ist, glaube ich, der erste Checkpoint gewesen. Ne? Dann setze ich jetzt mein Navigationsgerät zur Bushaltestelle. Und schaut mal, liebe Freunde. Ich fahre hier vernünftig in Kreisverkehr. Ich blinke sogar. Also alles tutti. So, und da vorne ist schon außerorts. Da beschleunigt man natürlich schon immer ein bisschen. Man kann auch außerorts ein bisschen zu schnell fahren. Da vorne ist Polizei. Und die, wo wir... blinken darf ich gar nicht. Komm, wir fahren hier einfach lang. So, bisschen abbremsen, weil hier... Sind wir nicht hier außerorts? Ah ne, da vorne war wieder ein Ortseingangsschild. So, wir blinken einmal links. Da wollen wir hin. Freunde, ich beende meine Shift und wechsle jetzt mal die Route. Also wieder... Wir sind wieder hier und wären jetzt der Landbusfahrer. Und da spawnen wir natürlich auch das Taxi. Schön in gelb. Jetzt schauen wir mal Licht anmachen, Blinker links setzen. Und jetzt geht's ab zur Landstraße. Bin mal gespannt auf diese Route. Die habe ich nämlich gar nicht so im Kopf. Ich mache immer diese Stadtroute. Die habe ich benutzt, um das hier alles freizuschalten, weil ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Aber wir schauen mal, wie gut wir hier mit sind. Über ein Land fahren hat natürlich auch so... Ja, ist auch charmant, ne? Da kann man vielleicht einfach ein bisschen mehr Gas geben. Kann ich hier irgendwie an der Ampel vorbei? Ich glaube nicht. Aber ich wollte ja auch ein bisschen vernünftiger fahren. Dann warten wir hier einfach mal ein bisschen. Ich sehe noch, die Ampel ist noch grün. Die hier ist noch rot. Da vorne ist die Elbphilharmonie. Oh, schön, ey. Und wir sind hier einfach im Auto. Komm, wir rennen einmal drum zu. Ne? Solange rot ist, rennen wir einmal ums Auto. Oh, jetzt haben wir die Dingens verkackt. Ey, das müssen wir uns angewöhnen, Freunde. Wollen wir das immer im Video machen? Dass ich immer, wenn es rot ist, ich halt an, aber ich fahre dann... Ich renne dann einmal ums Auto herum. Das ist auch so, machen manche Leute auch in echt, so Teenager oder so. So junge Erwachsene machen das oft. So, jetzt habe ich mich gar nicht mehr dran gehalten. Ach komm, egal. So, let's go. Wir müssen nämlich jetzt zur nächsten Station. Ich finde, dieser Checkpoint, der dauert auch so lange, Alter. Wegen der roten Ampel. Die Blinker setzen. Wir falten hier an. Ich finde tatsächlich, für den Taxi-Job hätten die sich andere Bushaltestellen aussuchen können. Also keine Taxis, sondern wirklich irgendwo NPCs an Häuser stellen können, die man abholen muss. Es reicht ja auch, wenn man die nur selber sieht und die anderen nicht. Hier ist auch eine Haltestelle. Okay, halten wir an und es geht weiter, Freunde. Ey, solche Haltestellen, ganz schlimm an so richtigen Landstraßen, wo man auch so außerorts fahren kann mit 100. Da eine Bushaltestelle, ey, das ist immer crazy. Wer von euch steigt an so einer Bushaltestelle ein? So, ey, Premium schon, wenn die Bushaltestelle ein Wartehäuschen hat. Dann ist schon Premium-Bushaltestelle, weil in Regen da zu stehen und zu warten, ey, du blöd. Okay, wir geben Gas und müssen hier geradeaus weiter in die Stadt rein. Oh, ich bin müde. Ich hoffe, dass ich gleich nicht einschlafe während der Fahrt. Will ja kein Risiko werden für meine Kundschaft. So, wir blinken links. Jetzt blinken wir rechts und halten hier einfach mal an. Blinken links. Einmal Schulterblick machen. Da ist nichts. Geradeaus weiter. Und ab in den Kreisverkehr, Freunde. In den Kreisverkehr reinfahren darf man nicht blinken. Aber wenn man rausfährt, muss man blinken. Warum ist das so? Weil alle, die im Kreisverkehr fahren, fahren immer aus eurer Sicht jetzt nach rechts. Die fahren immer nach rechts. Und dann braucht man nicht blinken, wenn man reinfährt, weil alle wissen, alle, die reinfahren, fahren eh nach rechts, weil man muss rechts fahren. Und man weiß aber nicht, wann man rausfährt. Deswegen muss man beim Rausfahren blinken. Das ist eigentlich ganz einfach. So, einmal Blinker setzen, überholen. Blinker setzen und... Oh, weiß ich nicht, habe ich den jetzt gerammt? Man weiß es nicht. Okay, Blinker setzen und wieder eine Verkehrskontrolle machen. Nö. Okay, dann fahren wir weiter, Freunde. Zeit haben wir natürlich auch nicht zu verlieren. Oh, da muss man umdrehen. Okay, dann fahren wir jetzt einmal um den Block hier. Das machen wir auch einfach mal. Wir machen schon mal Blinker rechts. Dann wissen schon mal alle Bescheid. Ich habe Vorfahrt. Und fahre hier einfach nach rechts. So. Wo ist denn die Haltestelle? Im Kreisverkehr? Oder wie? Ach, da vorne. Okay, Blinker setzen. Dann einmal hier wenden. So, über den Gehweg können wir auffahren. Ist ja gerade keiner da. Rückwärts. Notruf Hamburg, ey. Rückwärtsgang, let's go. Okay, wir sind wieder hier. Ich weiß, so ein gelbes Auto hat fürs Taxi. Hat schon was, ne? Normalerweise würde ich ja sagen, rotes Auto, aber gelb geht auf jeden Fall auch fit. Ich würde mir wünschen, dass die Strecken in Notruf Hamburg länger sind. Die Strecken, die man fahren kann. Falls man das Strecken mit den Strecken weiter behält, dann natürlich noch mehr Strecken einführen, dass man immer nicht nur die gleiche Route fahren muss. Oder man könnte random Punkte setzen, wo man hinfahren muss. Wäre natürlich alles möglich. So. Wir fahren hier rechts rein und da vorne ist direkt die Bushaltestelle. Wir haben überall Vorfahrt, Amy. Weiß ich gar nicht, warum.
Gibt es überhaupt Vorfahrtgewehrenschilder? Ja gut, hier gibt es das, aber hier ist ja auch ein Kreisverkehr. Aber wir fahren rechts rein, obwohl wir eigentlich links müssen. Ich halte mich schon... Ey, ich kann mich auch nicht an jede Verkehrsregel halten, ne? Ich mach schon ein bisschen, mach ich schon. Guck mal, hier haben wir auch wieder Vorfahrt. Da müssen wir mal ein bisschen abbremsen. Haltestelle, ja. Okay, wir machen gerade eine Nachtschicht. Ey, ich muss gleich erstmal meinen Energy trinken, nicht, dass ich noch mehr müde bin, Freunde. Okay, hier haben wir wieder ein Ortseingangsschild. Blinker setzen und rüber. Ja, natürlich auch. Blinker setzen rüber. Und hier, ja. Bapu braucht angeblich 11 Minuten. Nö, nix da, Alter. Ach, jetzt haben wir schon einmal die Runde um. Okay, wir haben 91 CP, XP bekommen mit 13 Stops. Okay, Freunde, ihr wisst ja, was wir machen wollen. Rote Ampel aussteigen. Einmal drum zurennen, Freunde. Und ich werde jetzt direkt mal mein Energy trinken, damit ich immer schön wach bleibe. Das soll man natürlich eigentlich nicht machen, aber egal. So, wir steigen wieder ein. Und jetzt wird es auch gleich grün, Freunde. Let's go. Und Kickstart. Let's go, ist grün. Da vorne ist wieder unsere Bushaltestelle. Nehmen wir natürlich mit. Schaffen wir das einmal, während die Ampel noch grün ist, zurück. Da müssen wir natürlich ein bisschen schummeln. Oh, nee, schwierig. Und die Autos fahren wieder nicht in Notruf Hamburg, obwohl man aufs Gaspedal drückt. Okay, dann müssen wir aber jetzt, wir können jetzt nicht immer da warten. Wir müssen auch weiterfahren. Und das machen wir auch einfach. So, Freunde, da vorne ist die Bushaltestelle. Wir müssen noch einmal diese Route abfahren. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel XP ich überhaupt habe. Wenn das Video draußen ist, kann es schon sein, dass es einen neuen Bus in Notruf Hamburg gibt. Denn es gibt ja die Update-Leaks aktuell Stand jetzt. Wir haben, glaube ich, den 22. Januar oder so. Da gab es auf jeden Fall noch nicht das Update. Vielleicht gibt es jetzt ja schon das Update. Falls das Update jetzt schon da ist, Freunde, was haltet ihr von dem neuen Bus? Was haltet ihr von dem neuen Bus? Diesen Ziehharmonika-Bus, so nenne ich den. Aber ich habe gelernt, fast alle von euch nennen den Gelenkbus. Ich finde es irgendwie komisch, weil ich nenne den schon mein ganzes Leben Ziehharmonika-Bus und noch nie Gelenkbus. Ich glaube, das habe ich auch ganz selten mal gehört. Aber okay, dieser Gelenkbus, ja, der ist... Finde ich eigentlich, also Stand jetzt, ich habe den noch nicht gefahren, weil der ist ja noch nicht draußen für mich. Oh, und ich den Polizisten reinfahren. Finde ich eigentlich ganz coole Sache, aber ja, ich bin gespannt, wie sie ihn umsetzen. Wahrscheinlich so wie ein LKW. Oh, hier ist ein Blitzer. Hier ist auch eine 70er, ja. Da muss man ein bisschen Gas geben. Ich habe für diese Landstraße, für diese Route noch nicht so richtig raus, wo der schnellste Weg ist. Weil bei dieser Stadtfahrt, da weiß ich einfach ganz genau, okay, ich muss so fahren, so und so. Und dann fahre ich am schnellsten die Route. Da habe ich alle Abkürzungen drin. Es gibt mehrere Abkürzungen. Und hier muss ich einfach noch ganz blöd diese Linie hinterherfahren. Aber egal, machen wir einfach mal. Okay, so. Ich würde sagen, die Route machen wir noch. Wir fahren noch einmal hier rum. Beim Gefängnis ist auch keiner, den wir mitnehmen könnten. Diese mobilen Blitzer, ey, die waren ja mal ganz cool beim Update. Aber die nerven so. Überall wird man geblitzt. Ey, hier ist wieder ein Bankraub. Komm, ich nehme euch doch mit, Bros. Juwelierraub. Ich nehme euch mit. Ich sag mal, ich nehme euch mit. Oh, das Auto fährt automatisch. Nehme euch mit. Ich nehme euch mit. Hier. Oh, da hinten ist einer. Ich schreibe mal, ihr könnt mit mir flüchten. Oh, es ist jetzt auch gleich Tag, Freunde. Der eine Kopf ist schon mal tot. Ich fahre den einfach mal an. Oh, geht gar nicht. Oh, jetzt habe ich mein Auto festgefahren. Chillig. Ey, ich muss immer ein bisschen Action haben, Freunde. Ihr wisst es doch. Komm, ich versuche ihn nochmal anzufahren. Und? Ey, geht nicht. Dann stelle ich mich einfach mal davor. Ah, chillig. Er hat ein eigenes Auto. Junge, er hat hier aber auch Action. Ich schreibe mal, ihr könnt mit mir flüchten. Will er einsteigen? Der stirbt doch jetzt locker, easy. Der Typ wird verhaftet oder stirbt dieser Chrono? Ja, komm. Was sage ich, ey? Wie blöd. Steig doch einfach ein. Der andere Typ da hinten hat da keine Sterne. Schreibt mal, ihr könnt mit mir flüchten. Ah, er hat ein eigenes Auto. Okay, er hupt mich an. Na toll, perfekt. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Runde. Wir müssen nämlich jetzt weiter. Ey, das war doch ein Fiebertraum. Ich hätte jetzt beinahe gebremst wegen den Stopsticks, aber die können mir gar nichts anhaben. Da vorne ist ja noch ein Blitzer. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Dann fahren wir einfach mal hier rüber. Bin überrascht, wie wenig Schaden mein Auto bekommen hat. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das geht eigentlich total fit. Hier ist die nächste Bushaltestelle. Chillig. Nehmen wir mit. Auf entspannter Rino. Würde sagen, jetzt geht's Richtung Busunternehmen. Und ich würde sagen auch, wir haben ja unseren Porsche noch nicht ganz raus. Vielleicht muss ich die ein oder andere Runde nochmal fahren. Kann ich hier eigentlich eine Abkürzung nehmen, wenn ich hier so rüberfahre? Ja, sieht gut aus. Ey, sieht mega gut aus. Nächste Abkürzung, let's go. Hier hin. Freunde, so findet man Abkürzungen. Manchmal hat man einen Vorteil, manchmal nicht. Und hier würde man natürlich links abbiegen, ist ja ganz klar.
So, und jetzt geht's Richtung, was ist hier eigentlich für ein Schild? Achso, LKWs aufpassen. Passen die LKWs hier nicht runter? Boah, das wäre ja mega mies. Das wäre ja echt mies. Aber ist das Schild auch auf der anderen Seite? Ich habe das hier auf der einen Seite nicht gesehen. Ich glaube, das Schild fehlt auf... Ah, nee, doch nicht. Ist da. Okay. Ja, jetzt fahre ich gerade in die falsche Richtung. Ich komme, den Checkpoint nehme ich noch mit und dann drehe ich um. So, den nehmen wir mit. Anhalten und Rückwärtsgang, Freunde. Let's go. Let's go! Komm, ich habe gar keinen Bock auf den Job. Ich werde einfach kündigen, ich sag's euch. Ich werde einfach kriminell jetzt, Freunde. Ich werde einfach kriminell. So verdiene ich viel mehr Geld. Mein Taxijob hänge ich an den Nagel, Freunde. Ich habe 4000 Euro bekommen. Das reicht mir bei einem Porsche nicht. Und ich weiß gar nicht, wie viel XP. Ich habe 4300, Freunde. Let's go. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.